Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Mists of Pandaria mit unserem Elementarschamanen Syndol. Beim letzten Mal wollten wir hier in der Kaserne von Thralmar noch eine Quest annehmen. Das machen wir direkt mal, die Schwelle zum Abgrund. Was braucht ihr? Ihr ehrt uns, Syndol, aber nun müssen wir zuschlagen, bevor die Legion sich erholt. Nördlich von Thralmar liegt der Invasionspunkt Vernichter. Dort befindet sich ein Warp-Portal, durch das die Legion ihre Verstärkung bezieht. Ihr müsst dieses Portal überlasten und es zurück in den Abgrund schicken, aus dem es gekommen ist. Den Aktivierungsschlüssel trägt vermutlich der Kommandant des Punkts Kriegshetzer Arix Amal bei sich. Tötet ihn, benutzt dann den Schlüssel bei dem Portal und tut, was getan werden muss. Möge der Segen des Kriegshäuptlings auf euch ruhen. Dankeschön! Das machen wir natürlich sofort. Ich habe übrigens gesehen, dass ich ein paar Nachrichten von euch habe im Briefkasten. Die werden wir jetzt mal zusammen öffnen, damit wir das auch mal erledigt haben. Da sind sogar ein paar Sachen drin, die schon seit zwei Wochen oder so drin sind. Habe ich so noch nicht gesehen gehabt. Jetzt gucken wir mal. So, gucken wir mal. Ja, hab da mal vorhin kurz durchgeguckt. Fangen wir mal unten an. Von Bubbles. Hi Sinan, hier eine Kleinigkeit für dich. Ich wollte nichts Teures versenden, weil ich gerade sparen muss für 70er Fliegen und so 4000 Gold aufzutreiben. Ist nicht leicht. Da hast du total recht, deswegen sage ich euch, ja, schickt mir kein Gold, Leute. Schickt mir kein Gold, behaltet das Gold selber. Das ist super nett von euch, aber ich möchte nicht, dass ihr irgendwie, keine Ahnung, in Geldschwierigkeiten kommt. Das ist natürlich absolut nicht cool. Pers, ihr Zuschauer, könnt mir auch was schicken. Alles klar, kleine Schleichwerbung. Naja, ich wünsche dir noch viel Spaß und Freude. Wenn du mal Hilfe brauchst, sag Bescheid. 20 Gold, danke dir, und Froststoffverbände, die können wir sehr gut gebrauchen. Das können wir einmal löschen, dankeschön. Dann haben wir von Throm eine Nachricht. Hi Sinan, hier sind ein bisschen Gold. Ich weiß, es ist nicht viel, aber bitte. Dankeschön, wie gesagt, jedes Kupfer, das ihr mir schickt, nehme ich gerne entgegen, aber ihr müsst mir nichts schicken. 5 Gold sind auf jeden Fall eine Menge, da können wir uns schon mal ordentlich was zu essen und trinken kaufen, also auch danke dafür. Von Fabi. Hi Sinan, da du ja bald Level 58 bist, schenke ich dir diesen Hut. Ich habe ihn bei einem meiner Gegner zufällig gelootet, vielleicht kannst du ihn ja gebrauchen. MFG Fabi. Stoff mit Ausdauer, Int und Tempo. Ich glaube, da ist unser Dingens schon ein bisschen besser, ne? Aber trotzdem, auch dafür ein dickes Dankeschön. Wie gesagt, ich freue mich immer drüber, wenn ihr mir irgendwas schenkt, beziehungsweise schickt. Herzlichen Dank. Dann haben wir von Artusuns Runenstoff für deine Quest. Das ist wahrscheinlich für den kleinen Dingens, ne? Für den... Wo war der denn? Das hier war das, ne? Genau. Für den kleinen... Für den kleinen Dino, den wir da mal dabei haben. Für den kleinen Raptor. Danke auch dafür. Ich werde das mal auf die Bank packen. Ich werde diese Quest hier definitiv irgendwann mal zu Ende machen. Eventuell setze ich mich dann nach den Prüfungen einfach mal 17 Tage noch dran und ziehe das durch. Neben den Aufnahmen, also offscreen. Mal gucken. Ja, wäre auf jeden Fall cool. Also danke dafür. Sehr, sehr nett. Und 500 Gold. Holy shit. Dankeschön. Wie gesagt, ihr müsst mir absolut kein Gold schenken. Das ist... einfach nur krass. Dankeschön. So, dann haben wir von Laui. Hallo Syndol, ich habe deinen Kanal vor ein paar Tagen entdeckt und finde deine Videos super. Freue mich schon auf weitere Folgen. Loktar für die Horde. Für die Horde, mein Lieber. PS, diese 30 Silber sind für dich. Auch dir ein dickes, dickes Dankeschön. Wie gesagt, es kommt absolut nicht auf die Menge an. Allein schon, dass ihr mir was schenkt, ist doch saugeil. Definitiv. Das können wir wieder löschen. Dankeschön auch dir. Dann haben wir von Tenzin. Hey Syndol, ich finde deine LPs echt cool. Mach bitte weiter, WoW Let's Plays werde ich auf jeden Fall machen. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich WoW definitiv auf dem Kanal behalten werde. Auch wenn es sich langsam aber sicher in Richtung Rush Let's Plays verschieben wird. Einfach weil wir schon ziemlich viel von der Story mitgenommen haben. Und außer dass wir vielleicht ein paar neue Questgebiete erkunden könnten, ist da nicht allzu viel Neues. Auch mit Syndol hier, Höllenfeuer Halbinsel, haben wir eigentlich schon alles gemacht. Aber ich werde jetzt erstmal trotzdem weiterhin die Quests vorlesen. Eventuell ab Wrath of the Lich King nicht mehr, weil da sind dann die Quests tatsächlich 1:1, mehr oder weniger. Wir können natürlich hier mit Syndol im heulenden Fjord anfangen, statt in der boreanischen Tundra, wie wir das mit Merrily gemacht haben. Aber da werden wir auf jeden Fall gucken. Wie gesagt, auch dir ein dickes Dankeschön. Und Laoi hat uns noch was geschickt. Die andere war auch von dir, ne? Ich glaube schon. Hallo Syndol, dieses kleine Türchen ist für dich. Bitte kümmere dich gut um ihn. Viel Spaß und Glück noch bei all deinen Abenteuern. Liebe Grüße, Laoi. Ja, ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Cute. Schaut euch mal dieses Bild an. Oh Gott, das ist gerade aus dem Ei geschlüpft. Sehr, sehr nett. Dankeschön, das werden wir direkt lernen. Wo ist denn das? Da ist es da in der Main-Tasche. So, damit haben wir die Nachrichten abgeklappert. Also irgendwie kommt mir Syndol sehr langsam vor. So, lernen wir das mal. Terror-Dax-Junge ist. Wollen wir das mal rausholen?
Ich glaube, damit können wir eine Weile rumlaufen, oder? Schauen wir mal. Pterodax-Junges. Ach, das ist ja cute. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall mal raus. Beschwören. Der darf jetzt eine Weile mit uns rumfliegen. Da freut er sich sicher auch drüber. So, das Zeug packe ich auf die Bank. Wie gesagt, danke euch allen. Und jetzt machen wir aber mal ganz fix die Quest. Nicht, dass wir das in der Folge nicht mehr schaffen, weil ich heute schon wieder viel zu viel gequatscht habe. Guck mal, jetzt haben wir schon 5 Minuten. Das Problem ist, ich nehme das jetzt gerade auf. Also heute, an diesem Tag. Und ihr seht, es ist auch schon viel zu spät. Aber ich hatte bisher keine Zeit. Deswegen kommt diese Folge heute auch erst um 18 Uhr. Ich hoffe, ich kann das sogar einhalten, was ich gerade sage. Also 18 Uhr. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ich denke mal schon, dass ich 18 Uhr schaffe, aber who knows? Jetzt holen wir uns erstmal hier den Boss. Da ist er auch schon. So, machen wir den mal flotti kaputt. 62 ist der, alles klar. Zwischendurch mal heilen. Das muss natürlich auch mal sein. Aber ich denke, die Quest schaffen wir. Das ist gar kein Problem. Also zeitlich meine ich. Ich hatte in Erinnerung, dass hier viel mehr Gegner auf dem Weg dahin sind. Wir konnten uns hier aber ziemlich gut vorbeimogeln. Torschlüssel. Alles klar, da machen wir die auch noch fix kaputt. Ah ja, das ist nur einer. Okay, das sah da hinten aus, als würde diese Schwester des Leids, heißt sie, glaube ich, genau, auch mit nah dran stehen. So, sehr gut. Dann können wir das Ding zerstören. Dass sie hier niemanden mehr durchschicken können. Jo, und dann können wir die Quest tatsächlich abgeben. Das hat jetzt statt 10 Minuten wie gedacht, oder sogar länger, einfach mal random 2 Minuten gedauert. Sehr gut. So, geben wir die Quest mal ab und dann geht's auf jeden Fall Richtung Süden. Wir wollten ja schon in der letzten Folge hier zum Rückenbrecher Graz. Das hat sich jetzt aber wegen dieser Questreihe hier oben so ein bisschen, ja, verschoben. Geben wir das Zeug mal ab und dann geht's, denke ich, auch sofort runter. Ich denke, dass wir von Dingens aus fliegen. Ich glaube nicht, dass wir von Thralmar aus direkt nach da unten fliegen können. Ich werde das jetzt direkt mal auschecken. Rückenbrecherposten, nee, ist noch nicht freigeschaltet. Dann müssen wir da entweder hinlaufen oder eben hier vom Häschersturz aus uns hinfliegen lassen. Ich würde sagen, dass wir das in, ja, auf die Art und Weise machen. Ist ein bisschen angenehmer als laufen, definitiv. Beeilt euch, Sindol. Mit jeder Sekunde, in der das Warp-Portal offen steht, betritt ein weiterer Dämon diese Welt. Ja, bitteschön, hab's geschlossen. Hier hast du den Schlüssel, falls du den später brauchst. Gelobt seien die Ahnen. Ihr habt es geschafft, Sindol. Die Legion hat eine schreckliche Niederlage einstecken müssen. Thralmar ist wieder sicher. Ach, wenn ich doch nur 100 Krieger mit eurem Herz und eurem Verstand hätte, dann wäre dieses zerschlagene Land schon längst gezähmt. Ich salutiere vor euch. Nazgrel salutiert vor euch. Ja, wunderbar. Oh, noch eine Quest. Grausame Pläne. Magister Blutfalke hat endlich den Schriftwechsel der Legion, den ihr gefunden habt, entziffert. Wie es aussieht, handelt es sich dabei um Angriffspläne, die von einem Leutnant des Hochlords Kazak geschickt wurden. Arasius der Grausame. Offensichtlich hat Arasius den Befehl über die Bodentruppen auf der Höllenfeuerhalbinsel. Es ist an der Zeit, dass wir seinen Befehl beenden, Sindol. Vernichtet ihn mit größter Vorsicht. Begebt euch zu den Teichen von Agonar und setzt dem sogenannten Legionslord ein Ende. Heute fordert die Horde die Höllenfeuerhalbinsel zurück. Die Legion möge verdammt sein. Alles klar, an die Quest können wir uns erinnern. Das ist die Quest Oberanführer, die es bei der Allianz gibt. Wo wir auch ihn töten müssen. Der ist hier oben. Können wir uns sicher noch sehr, sehr gut dran erinnern. Das Leid und die Dunkelheit. Grüße, Sindol. Ich habe den Schriftwechsel der Legion entziffert und ihre strategischen Pläne für die Halbinsel aufgedeckt. Offensichtlich sammelt sich in der Nähe der Teiche von Agonar im Westen eine große Truppe von teuflischen Terrorbestien. Das dürfen wir nicht ohne Kampf zulassen. Ihr müsst euch dorthin begeben und ihre verfluchten Reihen ausdünnen. Alles klar, die Quests um die Teiche von Agonar werden wir dann machen, sobald wir... Ach, Moment, das ist ja... Jetzt kommt's mir erst. Das hier vorne ist ja ein Allianzstützpunkt. Wo ist denn da der Horde-Stützpunkt? Ich glaube, der Horde-Stützpunkt... Genau, der Horde-Stützpunkt ist hier bei diesem Blutelfenturm, den wir, denke ich, mit der Allianz, mit Merrily auch schon gesehen haben. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Also den habe ich sicher mal in den Folgen gezeigt, weil ich diese Blutelfentürme an sich sehr, sehr hübsch finde. Also die sind wirklich sehr nett designt. Jo, dann gehen wir mal hier ganz schnell vor zum Häschersturz. Und dann lassen wir uns mal hier zum Rückenbrecher gerade fliegen. Oh, nebenbei noch was trinken. Bei meiner Stimme geht es immer noch nicht ganz so gut. Ich kann zwar ganz normal reden, aber ich habe ab und zu so das Gefühl, dass ich doch mal räuspern muss.
So, da la, mal gucken. Ich denke, hier irgendwo war das, gell? Ja, hier vorne müsste das sein. Die eine Quest haben wir ja schon gemacht. Da geht's zur abyssischen Untiefe. So, was können wir hier machen? Gar nichts, nur verkaufen. Mit wem müssen wir denn reden? Ich glaube, mit ihm hier, oder? Ich werde zum Rückenbrecherposten fliegen. Alles klar. Machen wir das mal. Und so ungefähr, naja gut, 33 Quests haben wir noch. Ich bin so ein bisschen am Überlegen. Ob wir nach der Höllenfeuerhalbinsel in den Wäldern von Terroka weiterquesten, statt in den Zangamarschen. Ich denke, dass wir Level 62 erreichen dürften, mit den ganzen Quests, die wir hier haben. Wäre auf jeden Fall eine Abwechslung zu Merrily und den Zangamarschen, denke ich. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so übel. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Ich denke aber, dass das auf jeden Fall ein bisschen spannender wäre. Dann haben wir auch mal neue Quests, sehen auch mal eine neue Umgebung. Was jetzt? Willkommen im Rückenbrechergrad. Wie kann ich euch dienen? Guck mal, ich habe Blutproben dabei. Ein Bluttest also? Es wird mir ein Vergnügen sein. Ich arbeite immer gerne mit Blut. Ja, das tust du, mein Lieber. Kochendes Blut! Das letzte Experiment war kein kompletter Fehlschlag. Ich habe ein wenig von dem Blut, das ihr mir gebracht habt, aufgehoben. Jetzt, da es abgekocht ist, sollte es frei von allen Flüchen sein. Was zum Geier? Mit denen die Hexen des blutenden Auges das Blut ihres Volkes belegt haben. Ich brauche jedoch noch mehr Blut für meine Untersuchungen. Begebt euch nach Zedgor. Greifen die mich gerade an? Die greifen mich tatsächlich gerade an. Holy shit. Begebt euch nach Zedgor und sammelt dort das Blut der Orks. Kocht es danach in ihrem verfluchten Kessel und bringt es mir. Alles klar, eine Quest, die wir mit der Allianz nicht gemacht haben. Sehr interessant. Herstellung der Salbe. Als ich gerade Zedgor erkennen konnte, wurde ich von einer Patrouille der Legion entdeckt. Ich rannte los in der Hoffnung, dass ich mich in einem der Türme in der Ferne verstecken kann. Aber einer ihrer Teufelshunde hat mich eingeholt und mich fast zerfleischt. Ich konnte entkommen, aber mein Bein ist in einem sehr schlechten Zustand. Steigerdist Ambelan hat mich gefunden und hierher gebracht. Jetzt muss ich einen Weg finden, um mein Bein zu versorgen. Wirbelkraut wächst in und um das Tal der Knochen im Norden herum. Eine Salbe daraus wird den Schmerz lange genug betäuben, dass ich weiterreisen kann. Alles klar. Wieder eine Quest, die wir mit der Allianz nicht hatten. Also es ist doch ein bisschen anders. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. So, hier haben wir noch Quests. Was benötigt ihr? Bringt sie zum Zuhören. Ich wurde hierher geschickt, Kontakt zu den unerschütterlichen Geistern herzustellen. Diese einst stolzen Soldaten der Allianz wurden vor langer Zeit besiegt und nun spuken ihre Geister in den Ruinen im Westen. Wenn sie sich uns anschließen würden, hätten wir einen mächtigen Verbündeten. Stellt euch nur vor, eine Armee von untoten Kriegern, die sich unserem Feind entgegenstellt. Aber diese Untoten sind blind vor Hass und wollen sich meinem Vorschlag nicht anhören. Vielleicht kann man sie zwingen, sich uns anzuschließen. Vorsicht. Alles klar. Blut und Sperrendürse. Ich bin lange auf der Suche nach der Wahrheit der Lehre durch die Scherbenwelt gereist. Jetzt bin ich alt und schwach. Ich sehe merkwürdige Dinge und bin nicht mehr ich selbst. Vielleicht wollt ihr mir helfen. Ich muss die Geheimnisse der Lehrwandler aufdecken. Westlich des Expeditionsrüstlagers befindet sich ein Ort namens Sphärenfelder. Zeit und Raum sind dort sehr schwach, da die Felder nahe beim Abgrund liegen. Geht dorthin und benutzt den instabilen Sphärenrissgenerator. Warum kann ich heute Sphäre nicht auslesen? Wahnsinn. Er wird einen Sphärenriss erzeugen. Ihr müsst den Sphärennether von den Kreaturen, die durch ihn herauskommen, sammeln. Alles klar, machen wir. Ich glaube, da vorne hatten wir noch eine Quest, oder? Genau, da unten haben wir noch eine Quest. Das ist so eine Tötungsquest, Gesuchtquest. Wargmeister Krusch. Auf dem Anschlag steht geschrieben, Wargmeister Krusch führt die Wargreiter des blutenden Auges an. Da seine Reiter große Hoffnung unter den Versorgungskarawanen des Rückenbrecherpostens gefordert haben, wurde ein Preis auf seinen Kopf ausgesetzt. Späher berichten, dass er in Zedgor gesehen wurde. Der Held, der den abgetrennten Kopf des Übeltäters zu mir bringt, wird den Dank der Horde sowie ein großzügiges Kopfgeld erhalten. Gezeichnet Hauptmann Nachtheul. Alles klar? Wir haben aber die 15 Minuten schon voll. Ich werde, denke ich, die Folge hier mal beenden und dann geht es hier am Samstag weiter. Da werden wir dann, die ganzen Quests mal erledigen. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Vielleicht schaffen wir sogar ein Level Up. Das wäre sehr, sehr cool, weil mit, Sindol hatten wir ja schon länger keinen Level Up mehr. Von dem her bedanke ich mich erstmal fürs Zugucken und würde sagen, wir sehen uns am Samstag um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.